Hallo YouTube, heute wollen wir Hering gesalzen als Komplettfisch ausnehmen und ich zeige euch einfach, wie einfach das geht, schnell die Gräten aus dem Fisch zu entfernen. Das ist jetzt ein ganzer Fisch. Jetzt nehmen wir den erstmal zusammen raus. So sieht der Fisch aus. Servietten, Messer, ein Schneidbrett. So, erstmal nehmen wir den Fisch aus. Von unten hochschneiden. Öffnen. Was haben wir hier? Hier haben wir Milch. Also ist es ein Männchen. Das kann man mitessen. Das tun wir schon mal hier auf dieses Tellerchen. Das sind die Gedärme, die tun wir gleich in den Beutel. So, hier haben wir noch ein paar Reste, das kratzen wir aus. So, das ist Müll, das brauchen wir nicht. Den Kopf entfernen wir ebenso. Schwanz jedoch nicht. Schwanz spielt bei uns gleich eine wichtige Rolle, also zum Schluss entfernen, noch nicht. Dann haben wir hier noch einen Schwimmer. Den schneiden wir auch raus. So, jetzt können wir die Haut abziehen. Was noch wichtig ist zu erwähnen, hier entlang vom Rücken einen Schnitt reinsetzen, in der Tiefe von ungefähr halben Zentimeter. Das hilft uns beim Hautabziehen, sowie auch bei den späteren Arbeiten. So. So sieht das jetzt alles aus. Hier haben wir einen Schnitt eingesetzt. Die Rückflosse haben wir abgeschnitten, entnommen. Jetzt können wir erstmal die Haut abziehen. Dazu benutzen wir ein Messer und unseren Daumen. Und das dauert jetzt ein paar Minütchen. Normalerweise gibt es Heringe schon ausgenommen und zubereitet im Geschäft zu kaufen. Das wird angeboten wie Matthias in solchen Verpackungen, wo 2 oder 4 Filetstücken enthalten sind. Es gibt auch Geschäfte, wo man die komplett als Ganzes kaufen kann. Ich finde das persönlich besser, schmeckt besser. Und ist interessanter. So, die eine Seite haben wir schon fertig. Ich habe hier einen Gast, das grinst die ganze Zeit hier rüber. Das irritiert mich ein bisschen. Schämt sich auch, was zu sagen. So, die eine Seite ist fertig. Jetzt nur noch die andere. Das geht eigentlich ganz einfach. Nur man muss halt den richtigen Ansatz finden vorm Abziehen. Södele. Diese Bauchflossen kann man eigentlich auch schon abschneiden. So. Und jetzt kommen wir zu der Schwanzflosse. Ich stelle euch auf eine andere Perspektive, damit man das besser erkennen kann. Gut,
Wie gesagt, die Schwanzflosse haben wir ja noch nicht abgeschnitten. Jetzt packen wir das an und heben den Fisch quasi um die eigene Achse herum und dann sehen wir, was passiert. Also, achtsam. Zack. Und jetzt bildet sich schon hier ein kleiner Riss. Und jetzt langsam entfernen. Jetzt seht ihr schon, wie die Gräten quasi der Rücken sich löst vom Bauch und weiter, weiter, langsam, damit wir die ganzen Bauchgräten mit rausbekommen von unserem Filetstück am Bauch. Jetzt seht ihr, wie die ganzen Gräten sich lösen vom Bauchfleisch. Und jetzt ziehen wir langsam einfach weiter, 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 bis es sich löst. So, jetzt haben wir hier Bauch. Ist eigentlich soweit krätenfrei. Natürlich sind hier noch ein bisschen was, aber das gehen wir gleich zusammen nochmal an. So sieht das alles aus. Wenn wir das komplett zerlegt hätten, hätten wir natürlich die ganzen Gräten noch mit im Fleisch. So, weiter geht's. Ihr stellt euch wieder auf die alte Position. So. So sieht das alles aus. Das haben wir schon gerade zusammen gesehen. Das tun wir zur Seite. Jetzt nehmen wir unser Bauchfleisch und jetzt können wir auch den Schwanz abschneiden. Und jetzt ist es auch einfacher, den Fisch nochmal von innen zu putzen. Sprich, das Schwarze muss komplett weg. Ne? Hier, so sieht das aus. Das ist einfach Innenhaut, was die Gedärme von Fischfleisch trennt. Rückenmark. So, hier sind noch einzelne minimale Gräten übrig geblieben und die können wir einfach mit dem Messer und unserem Daumen entfernen. Die fühlen wir gegen die Stromrichtung, also gegen das Fleisch quasi. Und hier sehen wir schon, solche sind noch minimal vorhanden. Die fühlen wir mit dem Finger und ziehen die raus. Jetzt könnt ihr euch fragen, wenn ihr Fisch im Geschäft holt. Es machen ja auch Menschen. In welchem Zustand wird das alles zubereitet? Das will man gar nicht wissen, deswegen macht es lieber selbst. Wer macht das? Wie wird das gemacht? Fällt das auf den Boden? Sonst wohin? Ihr müsst das ja schließlich essen. Und ich beuge dem vor, indem ich Fisch selber zerlege und mein Matthias oder mein Hering selbst genieße und weiß, woher es kommt. Natürlich kann man selbst kaufen, aber das entscheidet ihr selbst für euch. Ich finde, das ist keine falsche Methode. Nur halt ein bisschen mühsam, aber im Großen und Ganzen das 10 Minuten. Und ihr macht das ja vielleicht für euch selbst oder für eure Liebsten oder Liebste. Und ich denke mal, das ist schon wert. Besser wie ungewisses Fleisch oder Fischfleisch zu verspeisen.
Diesen Fisch werde ich gleich mit Bratkartoffeln und Zwiebeln verspeisen. Ihr seht das im Anschluss, wie das ausschauen wird. So, ein Filetstück haben wir fertig. Jetzt kommen wir zu dem zweiten. Oder das war eigentlich der zweite, jetzt ist es der erste hier. So, zweites Filetstück ist fertig. Jetzt kommen wir zu dem Rücken. Wie gezeigt, haben wir zusammen den Rücken hier eingeschnitten. Erstens diente das für die Haut abziehen. Und jetzt, zweites Mal, trennt sich das, löst sich das von dem Rücken ganz leicht, indem wir mit dem Daumen von vorne nach hinten gehen. Das zerfällt schon. Hier gibt es auch seitliche Gräten oberhalb vom Bauch und die lösen sich auch ganz leicht, wenn man das nur einfach langsam zieht. So, einmal und jetzt selbst am Skelett ziehen. Zweimal. Das haben wir zum Schluss erreicht. Skelett, Bauchkreten, seitliche Rückenkreten und selbst die Rückenkreten. So, das entsorgen wir natürlich auch. Jetzt füllen wir dieses Filetstück nach Kreten ab. Ich fühle hier ein paar. Übrigens, da ihr mir jetzt zuschaut, bitte ich euch, eine Bewertung abzugeben, entweder Daumen hoch oder Daumen runter. Wenn ihr Kommentare abgibt, gehe ich auf diese natürlich gerne ein. Und allgemein, wenn euch der Kanal gefällt, abonniert mich, um weitere Videos zu sehen. So, das letzte Stück füllen wir genauso ab und entfernen die Gräten. Weil wenn wir jetzt mehr Gräten entfernen, desto weniger finden sich auf dem Teller wieder und dann braucht man nicht rumzuspucken oder achtsam essen, kann man sogar einfach genießen.
So, das wäre es jetzt auch. Resultat: vielleicht 7-8 Minuten Arbeit. Ich weiß jetzt nicht, was auf dem Zähler steht. Aber im Endeffekt haben wir einen leckeren, sauberen Fisch, den wir selbst zubereitet haben. Jetzt schneiden wir den in Scheiben und geben den zum Kartoffeln zu. Gleich seht ihr das Endergebnis. So sieht das jetzt alles aus. Bisschen Karottensalat, Bratkartoffeln und hier haben wir unsere Heringstücke zusammen mit Zwiebeln und das ist jetzt Roggenmilch. Sprich, kann man auch mit essen. Wenn es nicht kennt, kann es ruhig probieren. Ich kenne das, mir schmeckt's, anderen schmeckt's nicht. Und das haben wir noch mal ein bisschen mit Öl übergossen, also sprich in einem Extrateller und mit Zwiebel umrührt und schon ist es fertig. Sehr lecker zu Kartoffeln, Bratkartoffeln. So, viel Spaß. Tschüss, tschüss.